Heiserkeit, Schnupfen, Grippe. Wenn die Herbstzeit naht, sind das oft die unangenehmen Nebenwirkungen. Wer Krankheiten vermeiden will, der sollte am besten jetzt damit anfangen. Mit einer gesunden Ernährung, Sport und Bewegung an der frischen Luft. Natürlich ist es sinnvoll, jetzt im Herbst schon damit anzufangen. Also nicht erst dann, wenn man es hat, sondern durchaus schon in den ein, zwei Monaten davor. Allerdings ist zu beachten, dass gerade bei immunabwehrsteigernden Produkten wie Echinacea, aber auch Cistus, die sollte man nicht so lange an einem Stück nehmen. Also da sollte man lieber intervallmäßig einmal Zeit nehmen, Hausnummer 2, 3 Wochen, dann wieder unterbrechen und lieber später wieder. Zu den einfachsten Vorbeugungen zählt da sicherlich das Händewaschen. Rund 15 Mal in der Stunde berühren wir mit unseren Händen das Gesicht. Hohe Ansteckungsgefahr besteht da vor allem bei den Augen. Aber auch die Naturapotheke bietet viele Möglichkeiten zur Vorsorge. Frisches Obst wie Äpfeln stärken das Immunsystem. Dazu ausgepresste Zitrusfrüchte wie eine Zitrone mit Wasser verdünnt für zwischendurch. Ein warmes Frühstück könnte man zum Beispiel, indem man Haferbrei oder Weizenprodukte, Müsli warm anrichtet oder auch durchaus einmal erwärmt. Das sind so die klassischen warmen Frühstücke. Also die gibt es sogar auch teilweise schon in Biokostläden fertig zu kaufen. Die braucht man dann nur in der Früh aufwärmen. Positive Effekte werden auch dem Zink nachgesagt. Ein Heilkraut, das die körpereigenen Abwehrkräfte fördert, ist die Zistrose oder auch Cistus genannt. Bei vielen hochdosierten Mitteln gilt allerdings Vorsicht. Diese sollten nicht über mehrere Wochen hinweg eingenommen werden. Die Zistrose ist gegen Viren antiviral, also gegen Grippeviren hilft es. Es ist auch immunabwehrsteigernd, entzündungshemmend. Also das ist wirklich eine tolle Pflanze. Wir verwenden es sehr viel, auch in sehr vielen Produkten und ist für mich das Hauptpräparat in der Abwehrsteigerung. Die Wirkstoffe einer Acerola-Kirsche lassen sich auch in Form von Kapseln einnehmen. Der hohe Vitamin-C-Gehalt kann den Körper vor krankmachenden Viren und Bakterien schützen. Es gibt verschiedene Pflanzen, die besonders viel Vitamin C haben. Dazu gehört auch die Acerola-Kirsche. Sie ist zwar nicht heimisch, sondern aus Mittel- oder Südamerika. Aber die hat tatsächlich sehr, sehr viel Vitamin C drin, ist allerdings nicht artverwandt mit der heimischen Kirsche. Wer es jetzt noch schafft, seinen Stress zu reduzieren und ausreichend zu schlafen, der macht sein Immunsystem fit für die kühle Jahreszeit. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund!